Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Let's Play Diablo 3. Letzte Folge sind wir hier in die Bastionstiefen gestartet. Sind jetzt hier in den Bastionstiefen auf Ebene 2 und sind auf der Suche nach der Bresche in den Bastionstiefen. Und schnetzeln uns hier durch die ganzen Untoten, damit die Bastion nicht übernommen wird. Eure Verteidigung ist nutzlos. Ich bin schwer verwundet. Ja. Ich sollte vielleicht die Diamanthaut schon nutzen, wenn ich noch lebe und nicht kurz vor Ende erst. Och, nee, ne. Okay, dann probiere ich jetzt gleich mein Glück erstmal hier oben. Eine Rüstung ist auch schon stark beschädigt, schon gelb. Also bislang, es ist zwar noch alles heil, aber lang kann es nicht mehr dauern, bis ich hier die ersten Teile nicht mehr tragen kann. So, jetzt einfach mal den Weg nach hier oben. Ich wurde geheilt. Habt ihr das gesehen? Wir brauchen mehr Arkankraft. Okay, nein, hier oben geht's definitiv nicht weiter. Dann war ich da unten schon in der richtigen Richtung. Die Frage ist nur, geht's vielleicht hier in der Richtung weiter? Ich habe keine Tränke mehr dabei. Natürlich hast du noch Tränke dabei. Halt mich. Ah. Brauche mehr Arkankraft. Ich bin geheilt. So, das sind momentan zwar noch meine Schwächsten, aber die sollten trotzdem reichen. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ich finde das super praktisch, dass man mit dem normalen Skill die Arkankraft wieder aufladen kann. Okay, hier ist also auch eine Sackgasse. Dann war ich wirklich da richtig, wo ich vorhin gestorben bin. Ich trage zu viel. Lass mich doch mal in Ruhe weitergehen, Mann. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier einfach zwischen dem dritten Akt. Hier hat das Spiel
ob wir dann im letzten Akt einfach nochmal quasi den großen Endgegner besiegen oder ob dann noch irgendeine etwas vielleicht unerwartete Wendung kommt. Hier gleich wieder in der Ecke sein, wo ich vorhin auch schon war. Da bin ich sogar schon wieder. Niemand kann mich aufhalten. Also diese Bollwerk-Dämonen, wenn die früher Mauern eingerissen haben, dann weiß ich es auch nicht. Da braucht ja für mich mehrere Schläge, um mich umzubringen. Normalerweise sollte ich ja weniger aushalten als eine Mauer. Frage, so langsam müsste hier doch mal dieser gelbe, dieser gelb blinkende Ring auf der Map erscheinen. Oder es geht noch viel weiter. Kann natürlich auch sein, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ihr seid zu spät. Mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird, lieber Asmodan. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird. Meine Taschen sind voll. Kluge Plattenschultern. Das klingt so, als ob da Intelligenz drauf wäre. Nein. So, ich schlage mich hier jetzt einfach mal in Richtung Norden durch. Das Norden ist so Nordosten. Ein Schrein. Erhöhter Magie- und Goldfundbonus. Bisschen mehr EP wären immer ganz recht gewesen. Alter, die sieht man hier so schlecht.
Hier geht's nicht weiter. Wird's wohl ja entweder hier oder hier in der Mitte weitergehen. Übrigens, falls ihr euch fragt, Diener, die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertränken. Doch ist das Mädchen schwach und ihre Heldin wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lass die gefräßige Bestie los. Die Bestie. Und wäre ich jetzt Mädchen, das ist schwach? Wem redet der Dame? Ich kann ja nicht weinen. Was wollte ich eigentlich eben sagen? Ach ja, genau. Falls ihr euch fragt, auf welcher Stufe ich hier eigentlich spiele. Schwierigkeitsgrad klar, normal. Aber auf welcher Monsterstufe? Und zwar bin ich jetzt ganz sicher Gameplay ermöglichen, dass man die Monsterstufe beeinflussen kann. Da spiele ich jetzt momentan ziemlich niedrig. Ich spiele auf Monsterstufe 1, aber ein kleines bisschen höher als die Standardstufe. Das müsste dann demnach 0 sein. Wollte ich es mir dann doch stellen, weil es war mir etwas zu einfach. Das hier ist jetzt eigentlich immer noch recht leicht, aber das kann sich ja jeder nach Belieben einstellen. Hängt natürlich dann auch ein bisschen von der Ausrüstung ab, die man schon gefunden hat. Hier sind wir richtig, da hinten blinkt was. Ein würdiger Gegner. Ich kann nicht mehr tragen. Die Speisekammer der Bastion. Wir sind hier nicht allein. Ihr seid diejenige, die Fürst Belial getötet hat. Ich werde es genießen, euer Fleisch von euren Knochen zu reißen. Ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden, was das für ein Viech ist. Nehmen wir mal fast an, vor diesen Blobs sollte ich ausweichen. Ja, die machen mir Schaden. Oh, ums Tagesbuch, das hören wir uns dann gleich mal an, wenn er nicht mehr lebt. So viel zum Thema Haut von den Knochen reißen. Er ist der Heerführer der brennenden Hölle. Er ist uns nicht gewachsen, Freund. Wir werden ihn auslöschen, wie die anderen vor ihm. So.
neues Wissen haben wir hier zunächst einmal. Jetzt ist es schon wieder weg. Aber wir haben ja noch das Tagebuch. Die menschlichen Gefangenen geraten in Panik. Wann ist ihnen wohl aufgefallen, dass es frisches Fleisch nur dann gibt, wenn vorher einer von ihnen schreiend weggebracht wurde? Das geht so nicht weiter. Tötet die, die sich weigern zu essen, und verfüttert sie an ihre hungrigen Freunde. Wenn die schön fett geworden sind, dann bin ich bereit zu speisen. So. Ich schaue hier gerade mal so durch, was es hier nettes gibt. Den Ring, den könnte ich auf jeden Fall nehmen. 6,6 Schaden mit einem Sockelplatz. Sonstiges. Das müsste hier doch Intelligenz geben. Beklunkert. Was ist denn das für ein Erfolg? Ah, ich muss jeden Juwelentyp sockeln. Jetzt bringt er mir nämlich schon plus 10,4 Schaden. Außerdem ist die Axt hier ganz nett. Da habe ich sogar noch die Chance, einen Gegner zu verlangsamen. Das ist natürlich auch super. Ja. Wo war das denn hier? Ich hatte doch eben noch irgendwas gesehen. Genau. Der Brustschutz. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den nehmen soll. 100 Leben. Obwohl, doch, der hat zwei Sockelplätze. Den sollte ich auf jeden Fall nehmen. Da bringt mir der Stein hier Intelligenz. Was ist da eigentlich? Ja, bringt er mir. Okay. Dann, ich muss jetzt sowieso in die Zitadelle zurückkehren. Porte ich mich mal in die Stadt. Ich habe definitiv nämlich noch andere Intelligenzsteine von diesem Level hier in meiner Truhe liegen. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Lakaien. Ihr habt eure Zerstörung nur herausgezögert, nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Der Stein wird trotzdem mir gehören. Das glaube ich noch nicht, mein Lieber. Genau, das hier waren die nächstgrößeren. Da habe ich aber erst einen einzigen von. Aber jetzt bringt sie mir schon plus 14,1 Schaden. Und das ist es definitiv wert. Ach, jetzt habe ich rosa eine Handschuhe und ein lilanes Cape. Ist das für eine Jacke? So ein Mantel. Aber naja, gut. Das hier ist natürlich ein sehr netter Streitkolben für meinen Templer. Ausgezeichnet. Den bekommt er doch direkt mal. Zehn Stärke, den könnte ich ja auch wohl nehmen. So, dann wird jetzt noch verkauft. Ich will verdammt sein, wenn ich hier kampflos abziehe. Und ein passendes Ende für diese Folge des Let's Plays. Nächste Folge geht es dann weiter mit der nächsten Aufgabe, die uns heute habe ich es aber echt, jetzt habe ich schon wieder einen Knoten in der Zunge hier, die uns heute Leutnant Lavale geben wird. Bei Hedrick kann ich noch schnell reparieren, damit ich das Anfang nächster Folge nicht vergesse. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende angelangt.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Mal schauen, ob wir nächste Folge vielleicht schon auf Asmodan treffen. Wer weiß. Wir werden es erfahren. Bis dann.